Yvonne Reichelt, Paloneo, richtig ausgesprochen? Paloneo. Paloneo. Ja. Gesunde Süßigkeiten für Kinder. Ja. Ökologisch, genau. Nachhaltig und lecker. Ja, vielleicht sagst du mal kurz so deine Ideen mit deinen eigenen Worten. Also ich würde mal anfangen, wie das gestartet ist. Und zwar durch unseren 2-jährigen Sohn. Der hatte plötzlich ständig Heißhunger und wir haben uns gefragt, ja, woher kommt das denn? Das war vor allem nach dem Frühstück und so haben wir das Essen analysiert und wir hatten schon immer eigentlich auch auf gesunde Ernährung geachtet und hatten die Bio-Marmelade mit Agavendicksaft anstelle von Zucker. Und dann habe ich mal recherchiert, ob Agavendicksaft wirklich gesünder ist als Zucker und stieß auf eine Seite im Internet, die besagte, nein, ist nicht gesünder und im Gegenteil, es macht Heißhunger. Okay, dachte ich, ja, das ist dann wohl die Ursache und nachdem wir das umgestellt hatten, war das dann auch wirklich besser bei unserem Sohn. Ja, dann vergingen noch ein paar Monate nach der Ernährungsumstellung und dann ja, ging mir so auf, es gibt ja traditionell schlimme Gelegenheiten wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage und noch andere, wo Kindern einfach Süßigkeiten geschenkt werden. Wenn jetzt überall solche Zuckeraustauschstoffe drin sind oder eben Zucker und das Heißhunger auf mehr macht. Und man sieht ja, wie viele Kinder übergewichtig sind und auch schon Diabetes bekommen. Da muss man irgendeine Alternative schaffen. Was eben besser ist, ist gesunde ja, Süße aus Früchten. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, eben das Ganze gesünder zu gestalten. Und Paloneo, hat das irgendwas mit dieser, dieser Diät zu tun, diese Steinzeit-Diät? Ja, Diät. Hat das zu tun, also, Paleo ist eine Ernährungsweise, ja. Heißt so vom Paläolithikum Steinzeit, weil man eben nur natürliche Zutaten zu sich nimmt praktisch und nichts, was groß verarbeitet ist. Ja, genau. Okay, und ich glaube, was noch sehr interessant ist, auch für so andere Leute, die Ideen haben, gerade im Bereich Nahrungsmittel, ja, wie die Recherche, wie hast du die Recherche gemacht? Wie bist du, also du hast das mit dem Agavendicksaft, hast du ein bisschen erzählt. Jetzt ist ja so dieses Nahrungsmittelthema sehr komplex. Und ich glaube, viele Leute wollen da was machen, haben auch vielleicht so ein ähnliches Problem, hören dann aber vielleicht mittendrin auf oder wissen nicht genau, wo sie anfangen können. Ja? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks? Wie bist du, wie hast du da weitergemacht? Immer weitermachen. ja, viel Internetrecherche natürlich. Dann auch viele Bücher gelesen zum Thema und ja, was dann die Gründung anging, da muss man ja dann bezüglich Lebensmittel auch sehr viele Sachen beachten. Da bin ich zum Beispiel auch zur Lebensmittelüberwachung gegangen, habe mich da beraten lassen, auf was man alles achten muss. Also du bist dann da hingegangen, ich habe die Idee, so einen Power-Riegel, so einen Süßigkeitsriegel neu zu machen. Und auf was muss ich achten? Das wie so etwa, ja? Genau. Okay. Hab da auch sehr gute Tipps bekommen und man denkt gar nicht, weil das ist eine Behörde und man denkt gar nicht, dass die so offen sind. Also die haben mir sogar angeboten, wenn ich dann, also man muss ja auch Kennzeichnungspflichten beachten, also wenn ich die Verpackung fertig designt habe, dass ich denen das geben kann, die prüfen dann nochmal, ob das okay ist. Also einfach mit den Leuten reden und dann bekommt man auch Hilfe. Vielleicht hat man auch so ein bisschen Welpenschutz als Gründer, dass man da anders mit den Leuten reden kann als vielleicht die großen Unternehmen. Der ist übrigens schon vielleicht eine potenzielle Kundin. genau, was, also deine Idee ist ein Süßigkeiten für Kinder, das auf natürlichen Lebensmittel, auf besonders genau, diese auf Früchten, Kokos, Beeren, Nüssen. Genau.
Sind es verschiedene Riegel oder ist es erstmal so ein Riegel, mit dem du anfängst? Also es ist kein Riegel, es ist erstmal sozusagen ja, ein Fruchtkonfekt, wobei ich das Wort Konfekt nicht gut finde, das impliziert so süß. Mhm. aber viele haben mir auch schon auf der Plattform gesagt und was ich auch gut finde, dass es in Dino-Form, weil ich ja diesen Dino als Logo habe, gut fänden. Allerdings ist das eben am Anfang etwas schwierig, weil das natürlich kostenintensiv ist, da eine extra Form herzustellen. Deswegen wird es wahrscheinlich erstmal in Kugelform so kleine Hügelchen sein. Mhm, mhm. Gut. Ja. Vielleicht schauen wir einfach mal so ein bisschen, was so Kriterien sind für ein gutes Entrepreneurial Design. Moment. Genau. Also etwas, was wir immer so den Gründern raten, ist, dass das Entrepreneurial Design, das Businessmodell auf mehreren Standbeinen steht. Mhm. Genau wie die Figur, die eben auf mehreren Beinen steht, wenn sie mal, wenn ein Bein weggeschossen wird vom Wettbewerb oder von Behörden, dass man immer noch stehen kann, vielleicht nicht mehr so elegant, aber man steht noch. Und ja, was können wir denn bei deiner Idee sagen? Also deine Idee hat ja so die Standbeine ökologisch, nachhaltig und lecker. Das wären vielleicht so ein paar Standbeine. Kann man die denn auch, kann man die überprüfen? Also kannst du sagen, so ja, das ist wirklich der nachhaltige Süßigkeit. Gibt es da irgendwelche Kriterien, Siegel, die du schon benutzt? Ja, bisher noch nicht, weil das Produkt gibt es noch nicht, aber Bio-Siegel soll es auf jeden Fall haben. Mhm. In Bezug auf Nachhaltigkeit bei der Verpackung, also die Kartonverpackung soll dann auch auf FSC-Papier zum Beispiel hergestellt werden, also Karton. Mhm. Welche Idee ich da noch habe, ich möchte, dass die Verpackung wiederverwendbar ist, also für die Kinder, dass sie als Spielzeug noch zusätzlich verwendbar ist. Mhm. Da habe ich schon unterschiedliche Ideen und muss auch noch schauen, was davon umsetzbar ist. Ich glaube, bei deiner Idee habe ich gelesen, du willst die im Webshop, in deinem Webshop verkaufen, aber auch im Bio-Supermarkt. Mhm. Warum am Anfang im Bio-Supermarkt? Ist nicht vielleicht der Webshop besser für einen Gründer, weil er dann nicht so viel abgeben muss von der Marge? Ich weiß, Christian hat mir irgendwie sowas geschickt von so einem Pralinen-Shop, wo man sogar Pralinen wie so ein Monatsabo kaufen kann. Mhm. Pralinen gehen kann man übers Internet kaufen, warum nicht auch Kindersüßigkeiten? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe nur gedacht, dass das vielleicht den Reach etwas erhöht, wenn das auch noch in Bio-Supermärkten verfügbar ist. Mhm. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Und zwar, du hast dir das Produkt überlegt, aber hast du zum Beispiel dir über das Produkt überlegt aufgrund eines Marktes? Also hast du gesagt, also keine Ahnung, es werden für 2 Milliarden Euro Süßigkeiten im Jahr gekauft und davon sind 10% konfektionsähnliche Süßigkeiten oder so? Mhm. Oder wie bist du da also vorgegangen? Durchaus auch den Markt angeschaut und dann sehr viele unterschiedliche Menschen gefragt, ob sie das gut fänden. Mhm. Und da kam immer wieder, ja, sag Bescheid, wann es soweit ist und wir kaufen gern was. Und inwieweit habt ihr euch über das die Preise Gedanken gemacht? Mhm. Also das ist ja auch ein Faktor, ne, dass man sagt, ich habe eine ganz tolle Idee, aber die kostet 5-mal so viel in der Produktion, wie der Markt sozusagen hergeben kann. Das ist gerade noch eine Sache, wo ich noch dran bin. Also ist noch nicht gelöst, aber ist durchaus eine Herausforderung, das nicht zu teuer zu machen. Mhm. Ja. Und wie gehst du an die Produktion? Benutzt du da Komponenten, also vorhandenes, oder wie gestaltet sich das? Wie hast du das vor? Ich bin schon in Gesprächen mit Lieferanten, habe da 3 Lieferanten gefunden und da ist gerade der Austausch da, ob das machbar ist, so wie ich mir das vorgestellt habe, was das preislich bedeutet und Okay, vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter bei den Kriterien für ein gutes Entrepreneurial Design. Moment. Moderne Technik. Ja, genau.
Also das sind ja so die Kriterien aus Kopfschlägkapital. Die Marktvorteile, die haben wir eben ein bisschen besprochen. Was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand das nachmacht? Also wenn es ein Erfolg wird, sind Imitatoren ja sicher. Welchen Vorsprung kannst du dir da ausdenken, den man hat vor möglichen Imitatoren? Also ich denke, das ist das gesamte Konzept, was wir eben schon besprochen haben. Also und es gibt ja auch schon etwas an Süßigkeiten, was sich gesund nennt, was ich nicht gesund finde, weil es eben trotzdem noch diese Stoffe enthält. Ja, eben diese verschiedenen Standbeine, das Gesamtkonzept mit der Verpackung. Dann möchte ich zusätzlich noch auch, ja, ich weiß noch nicht wie, aber Bildung für Kinder in Bezug auf Ernährung gehen. Stimmt, was quasi in dem Riegel, in dem Siegel, ich denke immer an die Riegel, in der Süßigkeit drin ist, so wie Kinderschokolade vielleicht so dann als Anlehnung. Bloß gesunde Kinderschokolade, gesunde Kindersüßigkeiten. Ja, aber eben auch, dass das also Kinder spielerisch lernen, was gesunde Ernährung bedeutet. Mhm. Wenn die das Produkt kaufen oder auf der Webseite? Oder? Einerseits soll es in das Spiel im Produkt integriert sein, also mit der Verpackung. Und andererseits habe ich noch an Kurse, Workshops gedacht, die man anbieten könnte. Okay. Und vor Obsoleszenz schützen, das ist ja, glaube ich, bei dir eher so die, also weder nicht so wirtschaftliche, vielleicht die auch, und technische, aber vor allem auch so die Nahrungsmittel, die da reinfließen in die Süßigkeit, oder? Dass du sagst, okay, das ist jetzt eben nicht Agavendicksaft, das vielleicht gar nicht so gesund ist, obwohl viele das jetzt anpreisen. Nee, das ist eher so diese normale Fruchtsüße. Mhm. Genau. Mhm. Okay, und ja, mit möglichst wenig Startkapital auskommen, das klingt ja schon ein bisschen kapitalintensiv. Habe ich aber nicht. Also ich muss mit wenig auskommen. Ja, das ist noch ein ungelöstes Problem. Wir öffnen ja gleich so ein bisschen die Runde. Vielleicht fällt uns ja was ein, wie wir die Kapitalanforderungen ein bisschen runterbringen können. Ja. Danach ist noch so, Marketing sollte Teil des Entrepreneurial Design sein. Also Marketing sollte integriert sein. Aber das ist es ja im Grunde, wenn du, wenn Marketing und PR sind, dass man die Kinder und damit auch die Erwachsenen darüber aufklärt, was sonst in anderen Produkten drin ist. Ne? Dann ist das ja Bestandteil des Produktes, des Marketing oder zumindest die Story, die man darüber erzählen kann dann. Ne? Ja, ja. Genau. Und wenn dann das Kind noch mit den Abfällen in Anführungsstrichen spielen kann, dann ist das ja auch noch weiteres Marketing. Also das finde ich schon sehr gut integriert. Ja. Ich finde auch deine Story also sehr, sehr gut, dass du da drauf gekommen bist wegen deinem Kind. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut ausbauen und erzählen. Ja. Noch eine Folie. Skalierbarkeit ist gegeben, glaube ich, bei Süßigkeiten, wenn die Nachfrage da ist. Ja. Ja, Einfachheit. Wie komplex ist deine Idee? Das könnte man noch einfacher machen? Ist schon komplex durch die unterschiedlichen Sachen, die ich mir ausgedacht habe. Weiß ich nicht. Und wirklich nur mit quasi... Aber ich starte auf jeden Fall erstmal mit einem Produkt. Mit einem Produkt. Ja. Okay. Was für Risiken siehst du da auf dich zukommen? Was könnten mögliche Risiken sein? Wie könnte man sie minimieren? Also mit dem Kapital hast du schon ein bisschen erzählt. Mit dem Kapital, genau. Ja. Ich hatte mir heute noch was notiert, das ist jetzt gerade weg. Das ist ja mit den, wie ist das denn so aufgeteilt? Vielleicht kannst du ein bisschen sowas erzählen mit den Lieferanten, also die Leute, die es dann herstellen. Ist es so ähnlich wie bei Zahnbürsten, dass nur so 2-3 Zahnbürstenfabriken in Deutschland die Zahnbürsten für alle anderen herstellen? Das ist so auch ähnlich. Genau, also ich habe jetzt 3 Hersteller gefunden, die das in der Form machen könnten. Also es sind nicht
so viele, die ich zur Auswahl hätte. Okay. Und die haben, die sind hier freundlich gesonnen? Die? Ja, okay. Doch, also das schon. Schön. Ja. Okay, dann vielen Dank. Ja, bitte.